Liebe Steinerfreunde, willkommen Steinermeister aus dem Herzen Schweiz, aus dem wunderschönen Städten Zofingen. Und heute werde ich etwas bauen. Ihr könnt schauen, ich werde nämlich eine coole Kapelle kaufen mit Untergrund und so weiter und das in die Stadt einbauen. Und ich habe hier viele Sonnensteine. Da fehlen noch Steine, die man braucht. Zum Beispiel dieses Teil. Das ist doch cool. Das werde ich brauchen für die Kapelle oben dran. Und ich habe noch zusätzlich ganz viele Steine. Nicht alle Steine werde ich benötigen, weil nein. Aber jetzt geht es los. Der Schnellspeed wird famos und es wird groß. Und jetzt bauen wir die Grundplatte. Und die Grundplatte ist schnell gebaut. Ich habe das natürlich so gestaltet, dass das Ganze passt für meine Stadt. Darum ist es halt zwei Platten unten dran. Und zuerst habe ich ein bisschen überlegt, wie ich das bauen will. Den Eingang und so weiter, die Turm vorne und so weiter, kam ich die Idee. Nein, ich muss ja hinten bauen. Und hinten baue ich eine Treppe hinauf und dann geht das super. Und der Turm vorne, dann mache ich da noch eine schöne Leiter nach oben. Man muss ja nach oben kommen, weil die Glocken, wenn die nicht läuten, dann geht es nicht gut. Und da gibt es eine Figur, die habe ich da von Harry Potter abgekupfert und dann zuerst gedacht, ja, ich mache den Eingang hinten und dann habe ich gesagt, ich mache einen Durch. Ja, diesen Durchgang ist wegen dem, dass man in die Stadt reinkommt nach oben. Und früher war das natürlich Durchgangsverkehr, da konnten die kleinen Autos durchfahren und so weiter. Heute ist das natürlich nicht mehr so. Und dann habe ich mir wieder Steine gekauft. Ja, das ist eben das Super vom Bricklink. Wenn dir Steine fehlt, dann kannst du sie einfach kaufen. Am nächsten Tag oder zwei Tage später hast du sie. Je nach Shop geht das sehr schnell. Rack, zack, zuck, zick. Und das ist super. Und dann haben wir das Ganze nach oben gebaut. Und dort habe ich mir überlegt, ja, ich mache eine Markthalle. Und hinteran Fenster, weil ja, wenn da die Autos durchfahren, dann ist das ein bisschen laut. Das habe ich dann später noch anders gemacht. Und den Turm nach oben, das war natürlich ein bisschen Arbeit, weil das hat überall Noppen und dann kommt eine Fliese drauf und oben dran das schöne Dach. Das hat mir dann nicht ganz gefallen. Ich wollte das Dach dann ein bisschen anders noch gestalten, dass oben dran noch besser aussieht. Das seht ihr da. Aber hier der Platz, das sieht doch super aus mit den Mosaiken in Schwarz. Ja, wäre vielleicht eine andere Farbe wäre gut gewesen, aber mich hat es gefallen. Da habe ich überlegt, wie soll ich es nach oben machen und habe gesagt, ich baue eine Treppe nach oben. Ja, eine Treppe nach oben, das ist doch cool. Da kann man dann oben gehen und oben dran Party machen. Ja, nebendran eine Kirche, unten dran Party. Das ist doch cool. Dann kommt natürlich auch die Fliesen und dann auch eine Palme. Die Palme habe ich nicht die ganze grüne genommen, sondern halt ein bisschen ein grün-beige-Ton. Ja, oder so. Das ist doch cool. Das sieht doch gut aus. Ihr seht da jetzt auch die Spitze oben dran. Da gibt es Platten mit Rails und damit sieht das viel besser aus. Und dann bauen wir nach oben. Das hat dann auch Stunden gekostet, weil das sind Steine, das sind alles Zweiersteine, damit das schön aussieht. Und oben dran überlegt, wie soll ich die Bar gestalten, wo soll ich die Palme hin tun und so weiter. Wo soll ich den Green Out tun, auf der Seite hin tun, dann auf der Seite nie. Dann habe ich gesehen, das hat keinen Platz und so weiter. Dann ist das nicht so optimal, dann habe ich das wieder umgestaltet. Ja, das war ein bisschen hin und her und dann habe ich mir überlegt, ja, wie soll ich das hin? Und dann endlich kam mir die Idee, das setzt man hier. Ja, das sind Prozesse, das kann ich euch sagen, das braucht Stunden und Stunden. Und wenn man dann die Idee hat, dann die Steine aufzuführen, das ist cool. Und dann bauen wir schon die Platten nach oben und dann die Fliesen, damit dann das Ganze draufgesetzt werden kann. Und dann habe ich mir überlegt, noch auf der Seite das schön zu machen, damit dann das auch Ganze hält. Und dann kommt die Kapelle drauf. Die Kapelle ist so, man hat natürlich auf der Seite, seht ihr jetzt, dass ich dort auch überlegt habe, nur eine Wand hinzutun, weil auf der anderen Seite ist eine Straße, das geht dann nach oben und darum ist das so gestellt. Natürlich habe ich mir überlegt, auch schöne Fenster zu tun. Ja, Fenster, und da habe ich einfach eine Plate genommen in Blau und Weiß und das sieht super aus, da kann man sehr schön Dinge reintun, das ist nicht so einfach gehalten. Und da sind hinterher ein Schweizer Kreuz, ja. Ein Schweizer Kreuz, aber ist ein Kreuz für die Kirche natürlich. Ja, Schweizer Kirche. Nein, natürlich nicht. Aber sieht doch cool aus mit dem Weiß und das habe ich auch doppelt gebaut, weil ich doppelt gebaut habe. Das ist wegen dem, die Kirchen sind ja immer doppelt. Das ist immer kühl und so weiter. Das hat sehr dicke Mauerwerke und der Pfarrer im Feuerwehrmanier nach oben. Und dann gibt es natürlich noch ein Taufbrunnen und es gibt Bänke, damit man dort reinkommt. Und draußen habe ich dann überlegt, wie soll ich das schön bauen. Blau hat mir nicht gefallen, aber natürlich ein Kreuz muss daher. Ja, Kreuze, Kreuze, Kreuze. Ich kreuzige mich. Nein, nicht so. Und dann kommen die Bänke rein und dann habe ich das hier hinterlegt. Später habe ich dann die weißen Fliesen noch durch schönere Fliesen ersetzt.
ich habe dann natürlich wieder Dinge gekauft und habe dann Fliesen gekauft, eben Einerfliesen und so weiter. Und auch Figuren habe ich gekauft. Und das werden wir alles sehen. Hier das alles einbauen natürlich und das hinterlegen. Dann gibt es das Ganze nach das Dach, das auch nach oben. Und dann in Sandgrün, alles in Sandgrün hinterlegt. Und auch eine Kuppel reingetan. Das sieht doch einfach spitzenmäßig aus. Das sieht einfach gut aus. Diese Farbkombination, die gefällt mir. Weiß, beige, in Lego natürlich. Da könnt ihr nicht Alternativen nehmen. Nein, weil die Fliesen sind anders gemacht. Aber da gibt es auch eine Bar. Es ist vollbracht. Ich habe es geschafft. Es ist da. Ist das nicht wunderbar? Der neue Star ist da. Ja. Ich bin entzückt. Ich bin beglückt. Ich bin ein bisschen verrückt. Aber ich finde dieses Modell super. Drei Dinge, sogar vier. Eine Kapelle, eine Bar, eine Markthalle und ein Durchgang in die Stadt. Ja, das ist, was ich gebaut habe. Und ich habe mir da einiges überlegt und ich habe auch Figuren noch dazu gekauft und so weiter, damit dass das natürlich super am Schluss super aussieht und ein bisschen Leben reinkommt. Und wir gehen mal durch dieses schöne Gebäude durch. Zuerst von draußen her die Kapelle, hier oben dran, dann die Bar, unten dran eine Markthalle, so Art früher, wo man gewisse Dinge verkauft hat, hat schöne Struktur. Dann gibt es hier viel zu sehen, natürlich ein Papagei, die Treppe nach oben, der große Turm von oben nach unten. Oder von unten nach oben, besser gesagt. Und dann haben wir die Kapelle, hier Eingang, hier in die Stadt, in die Oberstadt. Da kann man vom Harry Potter Uhrenturm dann da raufgehen und dann die Kapelle anschauen und nach unten gehen in die Unterstadt. Und es hat auch eben noch die Möglichkeit, mit Fahrzeugen hier durchzufahren und in die Stadt reinzufahren. Das war früher offen. Aber man will es ja autofrei haben, so eine Stadt. Und darum gibt es einfach diese Möglichkeit, aber es ist vorne zu. Ja, dann ist auch Ruhe. Gibt es keinen Fahrlärm, ja. Aber wenn die Post rein muss, Pakete abgeben und so weiter, dann wird das nicht handlich gemacht. Dann kommt das Fahrzeug durch oder eine Feuerwehr, ein kleines, kommt auch durch die Stadt und kann dann einen Brand ein bisschen löschen. Ja, der Brand wird auch gelöscht hier drauf, auf der Bar, ja. Eben hier der Durchgang hierzu, weil man eben nicht durchfahren soll. Kann man einfach wegnehmen, sind Steine. Und dann gibt es hier die Bar und die schauen wir alles jetzt im Kleinen an. Es ist natürlich alles modular gebaut und von hier sieht das natürlich noch wunderprächtiger aus. Hier mit der Silhouette, mit der Kapelle, mit dem großen Turm, mit. Ja, ich finde es einfach cool. Ich finde es wirklich schön. Schön abgestimmt, auch die Farben. Ich muss sagen, also alles richtig gemacht. Und von Bricklink gekauft, von AliExpress gekauft. Ja, AliExpress, Apansapio kann ich kaufen. Also ich habe eigentlich aus Apansapio und Bricklink-Händler habe ich dann das Ganze gebaut. Und es sieht wunderbar aus. Diese Fliesen, alles von Lego, weil das ist halt eine andere Farbe, als man sonst erhält von Alternativen. Und darum habe ich diese genommen, weil die sind zu hell hier unten dran. Das gefällt mir nicht. Also für das Weiß hier sind diese von Lego einfach viel besser. Ich habe bis jetzt noch nirgends bei den Alternativen eine solche Farbe auch gesehen. Und natürlich auch das Sandgrün ist natürlich Lego-mäßig gebaut. Ja. Ich könnte alles mit Lego bauen, aber dann wären diese Steine, ich habe da viele Steine verbaut. Also wenn man das Set anschaut, wie viele Steine ich verbaut habe, wahnsinnig viel, weil es sind ja alles 1x2er. Ha! In Weiß. Aber die halten gut. Die sind super. Die sind von Apansapio. Muss ich mir sagen, das ist super. Und wenn sie super Steine sind, warum soll ich dann teuer das kaufen bei Lego, wenn ich das auch günstiger halte? Ich baue ja. Da kann ich auch ein bisschen klotzen. Hinten dran, seht ihr, da ist es ein bisschen Farbeweichung. Die Farbeweichung kommt von dem, weil ich auch Steine gekauft habe, die gebraucht sind. Und leider, gewisse Hände putzen die nicht so gut und dann hat man diese Farbnuancen. Aber in einem Gebäude,
passt das ja sehr gut, weil das kommt an die Straße und über die Straße gibt es Dreck und so weiter. Dann muss das nicht ganz so weiß aussehen. Nein, ganz weiß, das ist ja auch nicht gut. Nein, 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 so ist es nicht. Man kann natürlich das Ganze hier wegnehmen. Das Dach. Das Dach ist sehr kompakt hier aufgebaut. Ich muss jetzt das schauen, wie ich das hier wegkriege, weil ich habe nämlich hier unten dran das sehr gut zugemacht. Ja. Und, also zugemacht. Gefliest. Hier. Das ist ein Oschen, da kannst du jemand umbringen fast. Nein, nicht ganz, aber sehr kompakt, sehr gut gebaut. Sehr gut. Und sandgrüne Steine geht immer. Sieht super aus zum Weiß und Beige. Muss ich ehrlich sagen. Ja, gefällt mir. Hier drinnen dann die Kirche. Die Kirche, eine Türe in Blau. Dann hat es hier, ui, jetzt ist hier etwas runtergefallen. Das ist natürlich nicht gut. Das habe ich nicht gut reingedrückt. So, kommt das hier wieder rein. Da hat es Bänke, da hat es die Möglichkeit, die Taufe einzunehmen, seinen Podest, und es hat auch den Eingang. Und es hat auf der Seite hat es auch noch so ein goldiges Ding drinnen. Das ist dann der Weihrauch für die Weihrauch-Junkies in der ersten Reihe, die die ganze Zeit so machen. Ja, so geht es. Und der Pfarrer im alten Feuerwehrdress, aber das ist eben gut, weil der hat so obendran diese, und das hatten ja die früheren Feuerwehr auch. Natürlich auch Wandgemälde und natürlich auch Fenster. Ja, Fenster, 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 damit da ein bisschen Licht reinkommt. Und es ist doppelt verbaut. Also doppelt verbaut, da seht ihr das Mauerwerk innen dran und das Mauerwerk draußen. Also das ist beides verbaut. Hier hinten dran natürlich alles glatt, weil das kommt ja gegen die Straße her. Muss nicht schön aussehen. Nein, habe ich so gelassen. Eigentlich oben dran wäre es vielleicht noch gut gewesen, auch hier Bricksteine zu tun. Ja, muss ich dann noch überlegen. Ich kann ja immer wieder etwas noch optimieren und hinterlegen. Und das machen so, wie ich das will. Und das Dach quadratisch, quadratisch, quadratisch. Finde ich einfach gut. Auf eine Kapelle, das muss doch quadratisch sein. Und nebenan ist der Turm. Und der passt genau da rein und ist genauso angepasst, dass es hier dann einen schönen Übergang gibt. Ja, alles habe ich dran gedacht. Alles, fast alles. Also nicht alles, aber fast alles, ja. Haben mir Gedanken gemacht und immer wieder das Zeug optimiert und verbessert und gedacht. Und dann kommt die Bar. Die Bar, die ist doch auch wunderbar. Die Bar, da gibt es einen, der Bier trinkt, der andere Bier trinkt, der andere schenkt aus. Und dann haben wir hinten dran auch eine Minifigur, die das Ganze dann in Burgers, also da natürlich solche Würste brätelt. Ja, und dann auch die Bar hier oben dran. Ja, mit den Möglichkeiten, das runterzulassen. So, ja, das ist doch einfach schön, einfach. Dann hat es hier die Möglichkeit auch, und da kann man reinklicken und dann seht ihr, ein Licht geht an und der Grill geht an und der hat Feuer drinnen. Ja, wenn ich da die Hände drauf habe, dann verbrennt er sich die Hände. Ja, egal, egal. Der ist sich das gewohnt. Hat er gelbe Hände? Egal. Haben wir hier drinnen dran das Ganze natürlich schön verbaut. Ich habe da auch Minifiguren dazu genommen. Und die habe ich gesehen und die war dann etwa 2 Euro. Und dann habe ich da zugeschlagen. Ich habe auch eine Figur gefunden, die mich erinnert an eine Figur, die ich euch vorher gezeigt habe. Vom Lego Movie ist die. Und ja, es sagt, wer der Name ist. Schreibt es in den Kommentar. Ja. Wenn ihr die vorgängigen Dinge gesehen habt, passt das sehr gut. Und der ist jetzt hier unten, aber vielleicht geht er dann auch nach oben. Ich muss mal schauen. Und ich kann natürlich das Ganze hier euch auch zeigen. Und wie das gebaut ist, das sollte eigentlich mit dem Turm gehen, weil der Turm ist auch stabil gebaut. So, jetzt muss ich schon schauen. So, kann ich das so, ja, seht ihr. So sieht das aus. Ha! Funktioniert, der Turm hält. Der Turm hält und das Mosaik sehen wir auch und so weiter.
Wunderbar, alles befließt, nach oben kann man gehen, hier hat es auch die Möglichkeit die Bar, dann kann ich das wieder hier raufsetzen, hier und das zumachen. Ich kann noch das zusätzlich auch noch aufmachen, hier das Dach, hier oben dran, das habe ich auch gemacht, dass man es abnehmen kann und dann sieht man, ja, die Glocke sieht man jetzt hier und man sieht, wie man hinaufkommt, also hat eine Leiter. Eine Leiter führt von oben nach unten und da gibt es noch eine Toilette, die sieht man leider nicht gut, aber ist auch noch verbaut. Ja, wenn man ins Örtchen will, gibt es auch unten eine Toilette und nicht nur auch oben, weil wenn man eine Bar geht, da trinkt man ein bisschen und dann ist das Wichtigste, dass eine Bar auch eine Toilette hat. Muss man nach unten gehen, hoffentlich purzt man nicht runter, wenn man zu viel gehabt hat, das, dann ist er nicht. Und wenn man das hat gehabt und wenn man Glück gehabt hat und nichts passiert, sie gehen in die Kirche und dank Gott, dass es nicht passiert ist. Ja, das ist die Story davon. Nein, einfach, ich wollte mal auch noch etwas bauen, wo man eine Kapelle hat und da habe ich gesagt, ja, nebendran machen wir dieser Markt und diese Bar. Erinnert mich ja auch an Jesus ein bisschen. Jesus hat ja auch früher waren die Kirchen waren auch Märkte und so weiter und da haben die Händler aus der Kirche rausgetan. Also die Händler sind jetzt aus der Kirche, aber sie haben dafür sich gerecht und dann eine Bar gemacht. Aber weil die Kapelle ja so dicke Mauern hat, hört man nichts und da geht nichts rein. Ja, so muss es sein. Voll Sonnenschein. Ja, ich finde es wirklich gelungen. Ich bin überrascht, ich bin entzückt, ich bin beglückt und ich hoffe, es gefällt euch. Wenn ihr sagt, Steinemeister, Spitze, das hast du gut gemacht, das finden wir super und das gefällt uns, dann schreibt einen Kommentar. Ich liebe Kommentare. Like das Ganze, macht Werbung für den Kanal, weil ihr werdet noch weitere Dinge, solche Dinge sehen. Und das soll euch anregen, etwas zu bauen. Ihr könnt hier schauen, es ist einfach, Fliesen zu legen. Hier die Fliesen, hier Brick, Blatt mit Rail rein zu tun, damit das dann schön kompakt hier so hält. Dann haben wir einfach die Farben, Lego-Fliesen zu nehmen. Viel besser als von den Alternativen. Dann von Alternativen halt Platten oder Platten auch von Lego. Dann diese Sandgrün mit dem Beige und dem Weiß. Das ist einfach eine Kombination. Da könnt ihr nichts falsch machen. Das sieht super aus und das macht eure Stadt ein bisschen anders als andere Dinge. Also es gibt ganz wenige Häuser, die so sind und dann baue ich es halt. Steinemeister-Style. Ja, so muss es sein. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund und munter und bis das nächste Mal, wenn es heiß beim Steinemeister. Wird es heiß, ich werde das wohl anbauen und ihr könnt es schauen. Ja, los! Fertig!